Hey, ja, hier ist Sternsnuppen. Willkommen zurück zu Acorn, zur Fortsetzung des Spiels, wo wir beim letzten Mal ein erstmal, wie gesagt, Zeitleistung herumgespielt haben, indem wir Fehler korrigiert haben, um dafür zu sorgen, dass sie unentdeckt bleiben und wo noch Zeuge eines, naja, Konfliktes zwischen den Aliens. Und ja, wir machen weiter mit der nächsten Mission direkt. Und zwar spielen wir diesmal die Mission Slings and Arrows. Also los geht's. It's been acting strange since we left Mars Dry Dock to rendezvous with the Reprisal Fleet. I don't trust it anymore. You think it's dangerous? The information I've uncovered indicates that it could be. Information? What are you talking about? Combat decision capability isn't... Good morning, gentlemen. Thank you for joining us, Tyr. Things are looking a bit crazy planetside. We've kicked the hornet's nest. These two ships are headed out over the wastes, pulling for orbit. But this group of ships passed directly over our encampment just after we left and burned it to the ground. And now they've reached a Terragum. The main body of their forces has stopped here. They've dispatched a smaller force that's heading towards the Aterrigum Seguro transit tube. If they get inside, they'll have access to both cities. Cocky bastards. They outnumber us, and they know it. They're trying to get us to overcommit. Our advantage is the temporal transceivers. Using both to their full potential, I estimate we can turn the tide. We don't have much choice in the matter. If we leave them alone, both Seguro and Aterrigum will be overrun. Let's get down there. Yes, Captain. Ja, also es geht darum, dafür zu sorgen, dass wir nicht überrannt werden von den Aliens, die halt die Städte erobern wollen. Okay, wir wollen da entsprechend was dagegen tun. Transcript of Encrypted File. Transcript of Encrypted File. Holloway. Third Eye 369295.log. The aliens are divided. I am not sure yet exactly how, but I saw a meeting between the bipeds and the squid-like aliens evolve into a shooting match. We took a few prisoners and left, but the situation has become a lot more complex. They are divided along racial lines. I think that much is obvious. What it means? That's not as clear. Precision and contingencies present in the Remnant system is starting to bother me. The amount of encrypted sideband communications has been steadily increasing since the destruction of the Remnant Gate, which indicates to me that they already had a seizable force in system. They sure as hell have not offered to lend us a hand. It is too much of a coincidence that they just happen to have a present on hand in the same system where our alien friends decided to set up shop. What are they doing here? Admiral Cass promoted me to captain and gave me the Saratoga. Is she one of yours? When Commander Reski was next in line for command, he is not taking it well, but aside from being a nuisance, I do not expect trouble from him. Aliens are headed toward a Terragum. More to come. Age out. Ja, der Geheimdienst, ich denke mal, es wird ein Geheimdienst sein. Oder sowas ähnliches. Die sind hier. Precision and Contingency. Da vermute ich jetzt mal, dass das ein Geheimdienst ist. Intercepted Communication Transcript. Transcript of Intercepted Com. CC 4322. 36940914. 1322.26. Encrypt break. Success. Manticore PO1. Holloway has taken prisoners. Unknown PO2. Prisoners. Manticore PO2. While I was drawing the bulk of the alien's military force, Holloway slipped in and took a few prisoners. There was some sort of fight amongst the alien ranks. Unknown PO2. Internecine strife? That is new side to them. Is it exploitable? Manticore PO1? I do not know.
Holloway, does not know either. He has here working with the prisoners. Unknown PO2, experiments, medical PO1, and just observation, I think. Unknown PO2, that is unsettling. Medical PO1, what should I do? Unknown PO2, drive a wedge between Holloway and Tyr. We want him isolated. Medical PO1, how am I supposed to do that? Unknown PO2, use your imagination. Ja, das glaube ich bezieht sich immer noch auf Wesky. Der mit dem Unbekannten, ich denke mal mit den Position Contingency, wo die mal in Kontakt ist. Der soll eigentlich einen Keil zwischen uns treiben. Das hat er eben auch angesprochen am Anfang. Also zwischen uns heißt jetzt in dem Fall Holloway und hier. Archives. Precision and Contingency Operations. Precision and Contingency Operations are the intelligence arm of the Collective Earth Security Organization. The primary function of Precision and Contingency Operations is to gather intelligence on all threats to the component members of CESO, advise CE Fleet Command, and carry out covert operations deemed necessary for the preservation of the peace and stability of Earth and its colonies. These activities include sabotage, anti-sabotage, anti-terrorism, and information warfare. Precision and Contingency Operations maintain their administration building at Aldrin Park Luna. Hier nochmal eine Bestätigung, dass Precision and Contingency der Geheimdienst ist. Und der macht auch Sabotage zur Sicherung des Friedens. Und der Stabilität der Erde und der Kolonien so rum. Okay, aber mit dem Wissen müssen wir jetzt arbeiten trotzdem und legen los. The Armor Beam Tank. In addition to the powerful low-angle beam cannon, this heavy right tank comes equipped with potent anti-air guns, making this CESO unit versatile in any offensive or defensive situation. Two Marines or SUPs can hitch a ride in a tank for faster, safer, and stealthier transport to their destination. This is a mobile armored railgun vehicle, aka the MAR. Unlike the tank, the MAR is not equipped to combat air units. However, its magnetically charged explosive shells are very effective against ground-based targets. The Tornate is a fast middle-right aerospace vehicle that wields a pair of Vulcan plasma cannons. The cannon's high momentum, highly charged blast is shaped specifically to induce electrical current and maximize damage to units touching a large sink of electrons, namely ground units. It is not nearly as effective against airborne units. The Heavy White Cruiser is one of the most powerful assets in the CESO fleet. It comes equipped with missiles containing a small antimatter core. In addition to the powerful missiles, cruisers have housing for mini-nukes. Mini-nukes yield far smaller blasts than their historical counterparts, but leave far less radiation and little fallout. Okay. Nehmen wir den. Dahin, ne? Oh, McGreen assists with playing the aliens, genau. Und wollen wir jetzt den hier, nehmen wir hier also ein. Oh ja. Er ist der Kommandeur und da geht's ab. Control Calibration, Priority Dispatch. Heavy key groups will always attempt to move at the same speed, making faster units slow down. Acting the commander and using the priority dispatch keyboard space will force all units in the highway key to move at their top speed. Okay. So, alles los geht's. Mit die ankommen. So. Okay. So, Moment, wo ist der Kommandeur? Hier ist der Kommandeur für die erste Gruppe und hier ist der Kommandeur für die zweite Gruppe.
dass es clever ist, einen Special Op zu benutzen. Also ja, und ist ein Marine. Das ist nicht mein Special Op. Okay. Commander Rathke, your Akron has shifted the focus of his temporal transceiver. He is acting under my orders, Tyr. Is that a problem? Not immediately, no. Hmm. Captain Holloway is handling his part of the battle, and I am handling mine. Of course, Commander. Also, hello, way. Rathke's Chronicle AI is displaying on the timeline as a green line, the same color as Rathke units. Rathke is most likely only focusing on his units at the time location of his Akron AI. I am uploading information gathered from future scouting, Captain. So. Also muss alles jetzt an ihn gefunden werden. Müssen alle Überlebten überleben, das ist gut. Was kommt hier? Wo ist denn was war denn unser Future denn? Gute Frage. Wir können gucken, was da uns erwartet. Das ist gute. Die kommen dann von der Seite, sie ist richtig. Ja, die kommen. Okay, sie kommen dann mit. Was haben wir hier so an Einheiten gegen Luft? Ja, warte mal. Gegen Luftziele, gute Frage. Der. So. Ja, so ist das richtig jetzt, glaube ich, so. Okay, gucken, jetzt gucken wir mal los hier. Aber sollten wir hinkriegen. Okay. Drauf ausschießen. Okay. Haben recht gut hingekriegt, glaube ich, bis dato. Was kommt da? Okay, noch mehr aus der Region. Das heißt, wir müssen wieder einpositionieren. Und noch mehr Angriffe aus der Zukunft. Aber ich weiß nicht, ob ich so ein bisschen zu weit vorne bin. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen weiter zurück. So, ein bisschen weiter zurück und zurück. Wir sollten auch diese Einheiten nutzen, um uns besser zu verteidigen. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Wir sollten uns ein bisschen mehr zurückziehen. So, er ist in der Gangheit jetzt gereist. 2 Minuten. Okay. Ja, sie sind Marine. Eigentlich Marine, ob das eine clevere Idee ist hier mit dem, aber naja, hat das jetzt. Warte mal. Nehmen wir lieber diesen Panzer hier. Oh, ich glaube, das ist besser. Jetzt kommt der Angriff. Aber wir können da was gegen tun. Wir haben uns hier umpositioniert, soll es jetzt kein Problem sein. I'm looking at the data now. Rathke, what the hell are you doing? Attempting to make our lives easier, Captain.
If we defeat the aliens before they are able to fully launch their assault, we will save ourselves a lot of trouble. And if you get yourself crushed, then we won't have the resources to defend the transit tube from this next push. I have it under control, Captain Holloway. If Commander Rathke's gambit fails, we will not have enough units to repel the next assault. A Terrigan will be compromised. Son of a bitch. Captain? Do it. Save him. Okay, was sollen wir jetzt machen? Jump back to the 2-minute 40 seconds mark and we redirect your forces to follow Rathke's units going east. Abandon the defense of the transit tube to stay together and minimize losses, also hier in der Stelle. Due to the limited available response time, tactical planning elevator suggests ordering Holloway and all high-speed units like the ATHCs and all air units to follow Rathke going east using priority move. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Okay. So. Machen wir mal. Das sind viele Einheiten, die wir hier verlieren. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert, glaube ich, weil ich weiß auch, warum das nicht so funktioniert hat. Weil wir da die Befehle anders gemacht haben. So. So. Wie kann ich mich jetzt dahin begeben, ist die Frage hier. Mission. So, jetzt aber. Lassen wir es mit dem hier. Ja, ich weiß, was das Problem ist. Er macht jetzt das, was er will, weil ich dir anders befehlt habe. Ach, es läuft hier überhaupt nicht gut. Ich muss nochmal zurück. So. Den auch auf Andu setzen und los geht's. Jetzt geht's mit Messer. Hat nicht ganz funktioniert. Okay, wir krümmen jetzt lieber trotzdem raus hier. So, wir ziehen jetzt in der Vergangenheit uns bin hier hin. So. Ist natürlich weit in der Vergangenheit jetzt. 3 Minuten, das ist natürlich sehr weit. So, aber wir können sowas machen hier. Okay. So. Okay. Wir sind da. Jetzt rückt los. Okay. Wir müssen auch mit vorrücken. What are you doing here? Saving your ass, Commander. Tyr, what can we do about that other assault group? Very little, Captain.
If Commander Rathke's units are lost at this point on the timeline, then our defense of the transit tube will suddenly be at half strength. The next wave will crush us. But they're going to break in now. This is damage control. Either choice will end in failure. We must minimize our losses. Okay. Also geschafft. So sieht. Uff. Aber wir sind leider drin, ne, wie es aussieht. Viele haben nicht überlebt, aber. The transit tube airlock has been compromised. There was nothing we could do. They outsmarted us. They outsmarted you, you mean? Captain. Shut up, Rathke. The Saratoga reports that the aliens' primary force is moving on toward a Terrigum. Then we're not done here. A Terrigum's not far. Have the Saratoga send down a cascade of teleporters. We're following them to the city. Yes, Captain. Ja, ein bisschen komplett, aber eigentlich war es ein bisschen Fälscher, ne? Wir haben unsere Aufgabe vernachlässigt, weil Rathke der Meinung war, man kann halt die ausschalten, bevor sie uns angreifen. Aber ja, haben nun die Niederlage noch früh eingeleitet. Naja, jetzt nochmal das Problem, dann haben wir das Dilemma, wir haben immer ihn gerettet, das heißt, wir haben immer noch seine Streitkräfte, was auch trotzdem wichtig ist. Aber ja, was soll man machen, ne? Ja, Mission komplett. Und ja, weiter geht's. Oh, beziehungsweise zum Ende damit. So, denn dann war wieder entsprechend mit einer Mission und deswegen ist dieses Video auch am Ende. Ich hoffe, dass ihr Spaß daran hattet. Denkt wie immer an die Videobeschreibung für alle wichtigen Links. Denkt an die Kommentare und Bewertungen, um den Kanal zu unterstützen. Und denkt natürlich auch an das Follow, damit ihr kein Video mehr verpasst und wisst, wann und wie es weitergeht. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.